Bis jetzt hat es geheissen. Bleibt zuhause. Stay at home. Bleibt zuhause. Für uns heisst das, bleibt kreativ. Stay creative. Bis es endlich wieder heisst. Willkommen in der Kammerspielserie. Nein, Herr Papst, jetzt müssen Sie einfach mal zuhören. Der Bärs hat gesagt, bleiben Sie zu Hause. Ja, dann wird das schon einen Grund gehabt, dass er das gesagt hat, oder? Dann müssen Sie jetzt einfach hören. Ja, aber sicher nicht. Das ist doch nichts, das ist ja eine Grippe, ist doch nichts. Ist ja nichts, ist ja nichts, ist ja nichts. Ja, jetzt können Sie aber auch ein bisschen überlegen. Ja. Nein, du, wenn die jetzt eher noch besägen, bleiben Sie zu Hause. Ja, Sie gehören ja auch zu der Risikogruppe. Ja, die Risikogruppe. Ich bin immer gesund gewesen, gell? Ja, jetzt kommt sie gerade wieder im Fernsehen, wo schauen, ja. Ja, gesund und katholisch ist ja auch ein Widerspruch, gell? Schach! Oh, Miriam, nicht schon wieder Fernsehen. Ja, nun nicht. Meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Schlagzeilen machen heute in der Schweiz vor allem diese Bilder. Der Bundesrat ist es sehr ernst. Wir alle müssen nun die Maßnahmen befolgen. Bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause. Und ich erinnere auch, wer sind die besonders gefährdeten Gruppen? Sind die Personen mit Vorerkrankungen und Personen über 65? Risikogruppe, gesagt habe ich. Ja, weißt du, was das heisst? Das alles betrifft mich gar nicht. Du, Paps, da draußen sind sie aber am Demonstrieren, müssen die nicht alle heim. Da haben sie doch Zeit im Fernsehen. Was? Demonstrieren? Ja, ich weiss nicht, da hat es Rechtsradikale im Verschwörungstheoretiker. Alle mit Adler, musst du mal schauen. Nein! Jetzt ist es. Oh! Mich betrifft es, wie gesagt, nicht, dass ich jetzt mal in den Ausgang, wenn wir noch einverstanden sind, oder? Ja, oder? Ich hätte nicht, dass er mit dir... Hey Miriam, aber nicht mehr als 5 Personen! Joschi, Leute, Polizei, ja! Nehmen wir nur rum! Jawohl! Ja, noch ein Gesicht gemacht! Jo, los! Ja, aber die spinnen doch alle, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe ja gesagt, die sind gesund.